Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exiles. Ich sitze hier noch im Norden in meiner Basis und wir werden uns, wenn die Sonne aufgeht, was gleich sein wird, auf dem Weg hier nach Drachenmund, im Englischen Dragonmouth, begeben. Irgendwo hier gibt es einen Eingang, wo man in einen Vulkan reinkommt. Und da sollte der letzte Obelisk der Riesenkönige versteckt sein. Und wenn wir das geschafft, nein, das heißt nicht boxen, wenn wir das geschafft haben, dann sollten, wenn wir den haben, sollte der Eintrag da oben, also die Aufgabe, weg sein und die letzte Reihe sich öffnen. Ich nehme mal sicherheitshalber ein bisschen Eis mit. Ich weiß noch nicht, ob, ja, ich denke schon, das sind auch Fleischstreifen, da ein bisschen Fleisch mit. Und zu trinken habe ich auch noch. Und das Eis kühlt mich. Bis dorthin werde ich ohne Aufwände kommen. Ah ja, ich habe letztens die blöde Rüstung gesucht, da die spezielle wärmende Stolz der Aesir, Aesir's Bride. Die habe ich hier oben in der Kiste gehabt, ich pflunze. Ah, dann schnappen wir mal uns, wo steht denn Dalincia rum, da drüben. Du kommst wieder auch mit. Und die Hupfdolle haben auch mit. Die Standardmannschaft. Ja, noch ganz kurz was hab. Kleinigkeit essen, damit ich den Buff habe. So. Und dann schnappen wir das Pferdel und dann reiten wir los. Und wir haben wieder Dreckwetter. Ich muss mal nach einem Mod schauen. Es gibt verschiedene Mods, die die Schlechtwetterhäufigkeit verändern. Ich will es ja nicht ganz abstellen, das muss nicht sein. Aber weniger oft Regen wäre schön. So, also wir machen uns ganz normal hier runter auf dem Weg. Hier im Prinzip hinter, da waren wir ja schon. Das ist diese Ruine, wo auch diese Geister erscheinen. Und dann reiten wir dahinter. Das sollte ich auch ohne Navi finden. Und ich bin echt gespannt. Ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, ich habe in keinem meiner Gameplays... Halt, falsche Baustelle, da lang. Ich sag gerade, soll ich auch ohne Navi schaffen. Und dann reite ich gleich Blödsinn zusammen. Ich habe in keinem einzigen meiner Gameplays habe ich das bisher geschafft. Und das wäre für mich auch eine Premiere. Was schön wäre. Je nachdem, was dann in der letzten Reihe auftaucht an Aufgaben, habe ich mir überlegt, dass man vielleicht mal zwischendrin eines der Dungeon machen. Warmaker würde sich anbieten. Zum einen ist da direkt ein Obelisk vor der Haustür, das heißt, man kann mit Schnellreise hin. Ich würde eben mindestens zweimal in diesen Eingangsbereich gehen. Man braucht ja so, um in den Hauptbereich zu gehen, braucht man Schlüssel sozusagen. Komme ich da lang? Ich hoffe ja. Und die verbraucht es, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, wenn man dann stirbt und nicht die Möglichkeit hat, wieder im, oder es auch nicht will, im Dungeon zu spawnen, dann muss man eh diese Schlüssel wieder besorgen. Und man kann sie mehrfach besitzen. Deswegen ist meine Überlegung, dass man diese Eingangsbosse, sind drei Stück, einmal
im Vorfeld killt, beziehungsweise zweimal, und dann beim dritten Besuch dann einfach diese Teile, die man zum Öffnen des Hauptdungeons braucht. Da lang, oder? So weit nach Osten. Dann mitnimmt und dann das Dungeon selber macht. Das ist, je nachdem was man da drin alles erledigen will, dürfte das fast schon ein Zweiteiler werden. Also wenn ich mich hier richtig erinnere, wo ich das letzte Mal drin war, ist schon eine Weile her. Ah, da war ich bestimmt fast eine Stunde drin. Also ich bin da nicht nur durchgerannt, sondern ich habe dann eben auch gesammelt. Ich glaube, ich hätte vielleicht doch. Nee, ich bin noch bin ich. Richtig, ich muss da bloß an der Seite jetzt hier hoch. Ah, davon hätte ich auch durch können. Ich bin so gespannt, ob ich wirklich alle jetzt habe. Eine komplett. Also schöne Gegend, ja, stimmungsvoll und alles, aber keine Viecher, nichts, gell? Ein paar Rehe und das war's. Kinder, jetzt kommt's. So, steigen wir mal ab. Gucken wir mal. Da, oder? Nee. Sah so aus. Ups, okay. Hier ist schon wärmer auf jeden Fall. Gott, ich hole auch den hier. Ja, der Eingang ist verbuggt. Man sieht hier, zwei von drei Charakter schweben jetzt so. Teilweise war der so buggy, dass wenn man hier mit Gefährten rein ist, die gestorben sind beim Reingehen oder beim Verlassen. So. Linsia, du stehst in Lava. Der muss draußen sein. Das gibt's gar nicht, weil jetzt bin ich schon viel zu tief drinne. Ah, geht's nochmal irgendwo durch? Und jetzt bin ich. Wenn der jetzt hier nicht irgendwo steht, dann muss ich nochmal zurück. Da muss man dann schlussendlich hin. Weg runter. Gucken wir mal ganz kurz da runter. Ich guck mal, wie gut mich das. Ah, sengende Hitze überleben, Reiseschritt überlebt. Also, mal gucken. Aber nee, so weit drinne ist der nicht. Ich bin jetzt im Vulkan. Ne, der muss irgendwo hier vorne sein. Ah, Shitkram. Ne. Okay, also wieder zurück.
Also nochmal raus hier. Also hier irgendwo. Das ist aber... Nee. Das ist nichts zum Anklicken. Bereich hier. Muss man auf jeden Fall, wenn wir in den Vulkan gehen, dann noch die andere Fackel machen, weil die hier heizt mich ja auf, was im Vulkan grundsätzlich schlecht ist. Und diese Fackel, die wir in The Drag gelernt haben, die ist mindestens neutral, wenn nicht sogar kühlend. Hier ist auch nichts. Hier geht's schon wieder raus. Guck mal draußen nochmal. Also, das heißt, wenn ich hier einen Schritt weiter gehe, bin ich drinne. Dann müsste der, wenn er wäre, hier irgendwo außen rumliegen. Liegt da was? Nee. Weiter hier vorne, so ganz hier vorne irgendwo ist. Die ja immer recht gut, ne? Also man kommt von da. Jetzt gucken wir mal hier weiter vorne. Man First Person. Blöd ist, die leuchten ja erst immer, wenn man relativ nah dran ist. Nee, hier oben glaube ich nicht. Das macht keinen Sinn. Ich hätte es vermutet, irgendwo in diesem Maulbereich hier, ja, da, oder hier am Rand.
Jetzt scheitere ich an einer Belanglosigkeit, dass ich diesen geschissenen Stein nicht finde, ja? Das ist, weil ich könnte mich ja teleporten. Ich habe ja die Koordinaten, wenn ich wollte. Aber ich will ja nicht cheaten. Das habe ich ja schon leider unbeabsichtigterweise bei den Lemurian Lawstones gemacht. Und das werde ich auf jeden Fall verhindern. Hier irgendwo. Das wäre jetzt der Vorteil, wenn man live über, also live streamt, ja, und man hat dann Zuschauer und die haben dann schon was gesehen und sagen, hey, nee, nee, dreh dich mal um. Ich glaube, ich habe den gesehen, der ist da und da. Und jetzt suche ich mir hier einen Wolf. Ich glaube nicht, dass der innen ist. Das würde keinen Sinn machen, irgendwie, finde ich jetzt. Und der Eintrittspunkt ist da. Also das heißt, wenn, dann müsste der hier irgendwo sein. Ich könnte jetzt googeln, ja. Ob ich irgendwo ein Bild finde, damit ich eine Orientierung habe, aber. Ich sage, das kann ja bei Gott nicht so schwer sein, diesen blöden Stein zu finden. Oder dieses Tablet oder den Obelisk oder wie auch immer man das nennen mag. Suche ich hier seit 5 Minuten das Ding. Also. Viertel, komm mal her. Ich reite es nochmal ein Stückchen vor, weil ich weiß, dass das Dragon Mouth hier vorne irgendwo getriggert wird. Wir kommen hier an. Da vielleicht da am, doch am Hang auf der Seite. Ich will jetzt nicht sagen, es macht keinen Sinn, weil der ein oder andere Stein ja auch nicht zwingend Sinn gemacht hat. Ups. Oben irgendwo, so als an der Seite. Oh, Black Eyes. Ah, komm, wenn ich schon da bin. Muss aufpassen, dass hier nicht irgendwo die grünen. Muss mal ganz kurz auf der Karte gucken, wo wir hier sind. Nee, hier soll es eigentlich keinen Green Wall geben. Okay. Nicht, dass wir irgendwo da. Jetzt bin ich oberhalb.
glaube ich, jetzt wieder weniger. Das gibt's doch gar nicht. Mal hier auf der Seite mal schauen. Ich wollte gerade sagen, ja gut, wenn man nachher findet, ach ja klar, meine hätte ich doch gleich sehen müssen, aber irgendwie sieht es jetzt im Moment für mich eher so aus, als wenn ich ihn gar nicht finde. Der eine bei The Black Keep, der war ja auch oben auf so einer Felsspitze. Bin ich hier so? Da sind wir schon im Vulkan. Eigentlich hätten wir hier auch was triggern müssen. Deswegen bin ich jetzt etwas überrascht. Noch mal da runter. Ich glaube, eventuell bin ich am falschen Eingang. Ich meine mich zu erinnern, dass es noch mal einen Eingang gab. Und zwar hier oben irgendwo. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Jetzt gehen wir mal hier vor. Ich glaube, ich bin am falschen Eingang. Ich muss bloß mal kurz auf der Karte genau gucken, wo ich bin. Ja. Das ist der falsche Eingang. Ja, weil hier komme ich jetzt schon rein. Und das sind die eisigen Hänge. Das ist im im Dingsfrosttempel. Ich glaube, wenn man hier auf dem Höhenzug lang reitet, da gibt es auch noch mal eine Möglichkeit. Ich erinnere mich vage, dass ich mal durch Zufall was entdeckt habe. Und jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube nicht, dass es damals hier Chaosmund, Drachenmund war.
hier. So, Booster, super. So, lass mal kurz. Das reiten wir noch mal hier hoch. Na, ja, bleibt an dem Baumstumpf hängen hier, Mensch, Pferdel. Bisschen selbstständig mitarbeiten. Jetzt genau irgendwo hier, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, bin ich von da gekommen, also über den Höhenzug hier da vorne. Jetzt aufpassen, jetzt geht es wieder höher. Oben. Ah, das sieht gut aus. Da hat es auf jeden Fall auch Statuen. Der V. Ah, The Hidden Way, genau. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ist doch was. Oder? Das ist Ding. Bin ich jetzt hier? Ja, ich glaube, hier sind wir gar nicht so falsch. Der Hidden Way. Und hier kommen wir nämlich. Ja, wir sind schon im Vulkan. Klar, guckt euch mal die Temperatur an. Das ist prima, da kann ich nicht was trinken. Tut es hier auch Flüssigkeit? Ja. Und was essen? So. Jetzt sind wir schon im Vulkan. Aber hier war nichts. Gut, jetzt mit der Fackel. Bloß darauf achten, dass man nicht zu kalt werden, weil ich kühl gerade runter noch eine Minute. Oh ja, minus 23. Kurz mal, mal kurz ins Warme gehen hier. Okay, ganz kurz warten, bis die Ding. Kühlung abgeklungen ist. Einen Schluck Kaffee trinken. Man hätte gedacht, dass die Suche nach dem letzten Stein eine komplette Episode füllt hier. So.
Also, wo bin ich hier? Da geht's rein, da geht's raus. Komm, es könnte auch wieder Tag werden hier. Das ist Vulkan. Da ist er, da ist er. Ich habe ihn gefunden. So, und jetzt kommt der spannende Moment. You have come to the northern boundary of our kingdom. Go no further, slave, lest you run afoul of the boundary markers. Take a moment, however, to appreciate it. Out there, beyond the borders, is freedom. The freedom to suffer. The freedom to die. Remain, bonded one. Our yoke is light, and your life is better for it. Okay, Enttäuschung, Enttäuschung, Enttäuschung. Jetzt müssen wir erstmal den hier einzeichnen. Das müsste jetzt, das war 27, dann ist es Giant King Lorestone Nummer 28 und das war nicht der letzte. So, jetzt habe ich ja gesagt, hier unten sind noch welche. Und das heißt, ich werde zurück zur Basis und in der nächsten Folge starte ich hier unten und dann werden wir die mal alle anreiten und ich werde auch noch mal mit meiner Karte vergleichen, aber ich bin der Meinung, ich habe diesmal wirklich keinen vergessen. Guck jetzt noch mal kurz auf der offiziellen, nicht auf der offiziellen, auf der Karte. Okay, also im Vulkan selber ist keiner. Und das heißt für mich, eigentlich kann es dann nur sein, jetzt ist hell, prima. Dann heißt es für mich, wo ist das Viertel, dass die unten im Startergebiet auch angeklickt werden müssen. Was aber dann auch bedeutet, dass ich es richtig gemacht habe, dass ich diese Doppelten auch angeklickt habe, weil dann zählen die nämlich auch. Und was mir aufgefallen ist hier, dass dieser Hidden Path, oder der, wie heißt er auf Deutsch? Also ich jetzt nichts. Komm, gehen wir mal hier. Der verborgene Weg, der geht ohne Einblendung, also ohne Szenenwechsel in den Vulkan. Das ist genauso, wenn man hier die Straße des Pilgers läuft. Gibt es auch keine Szenenwechsel. Ist dann wirklich nur, wenn man diese Chaos Mount hier reinläuft, da Dragon Mouth, Drachenmund, dann, weil man eben in diese Höhlen reingeht. Tja, Shitkram. Oh, ich hatte mich so gefreut, dass das jetzt wirklich der letzte ist. Aber was soll's. Dann halt wieder zurück. Oh, 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 oh. Ja, das habe ich mir gedacht. Scheißen Trick. Entschuldigung, Pferdl. Das war nicht gut. Viertel hat auch ein bisschen an Leben verloren, aber nicht gestorben. Oh Mann, das ärgert mich jetzt. Schade, ich hatte mich so gefreut, dass da oben der blöde Eintrag verschwindet. Und die letzte Zeile, das erste Mal, seitdem ich Conan spiele, die letzte Zeile auftaucht. Ist ja nicht so, dass ich nicht im Wiki nachgucken könnte, was in der letzten Journalleiste dann eben noch alles drin steht. Aber weil ich ja eh alle, ich möchte wirklich das Journal komplett haben. Und dann bringt es mir auch nichts zu wissen, was in der letzten Leiste drin steht, in der letzten Linie drin steht, wenn ich nicht. Ja. Vollbremsung und Klummel. Wenn ich nicht in der Lage bin, die vorletzte komplett auszufüllen oder zu erfüllen. Da war ich hier total falsch. Aber das ist okay, weil ich sag mal,
die Hilfestellung auf der Map zu gucken, wo ungefähr der Stein ist, ist ja völlig in Ordnung. Finde ich jetzt. Und dann trotzdem genau den Spot zu finden, das ist eben dann noch die Herausforderung, die übrig bleibt. Und passt ja. Ach, schade. Wäre dann ein bisschen antiklimatisch, wenn ich dann in der nächsten Folge einfach da straight durch die Wüste reite und einen nach dem anderen anklicke und beim letzten macht es dann wusch und das Ding verschwindet. Aber was soll's, ne? Ups, ups, ups. Mal ein bisschen hier aus dem Gestrüpp raus. Ja, dann war die Folge nicht so spannend. Halbe Stunde Sucherei. Ohne dass dann der gewünschte Erfolg sich einstellt. Ah, da kann man lang reiten. Oder auch nicht. Komm, da drüben müsst ihr doch. Wo sind wir denn? Ja, sind eigentlich schon richtig. Kommt da drüben nicht hoch? Ah, ich hätte da gar nicht unten lang reiten müssen vorher. Komm hier oben lang. Oben durch. Oben rüber. Da sind wir gleich zu Hause. Ja. Was soll ich sagen? Dumm gelaufen. Viertel aufräumen. Kommt, Kinders. Ins Trockene. Es regnet schon wieder. Es regnet schon wieder. Das ist so eine Scheißgegend hier. Wie gesagt, vom Wetter her. Ansonsten fände ich es ja echt toll, wenn hier mal die Sonne scheint. Ist es landschaftlich echt toll. Ja. Gut, die Nächte sind ja wirklich rabenschwarz. Aber seit Isle of Cypda habe ich dann nicht mehr das Riesenproblem damit. Da ist es nämlich tagsüber teilweise rabenschwarz. Ja. Also, das war's dann für diese Folge. Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mehr sehen wollt und nichts verpassen, ein Abo. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn ich dann wirklich die letzten Lost Downs anklicke, damit wir endlich diesen Journaleintrag fertig kriegen. Alles klar, dann war's das. Macht's gut, tschüss zusammen, bleibt gesund und man sieht sich. Ciao.